Toba Grounds mindestens 2 Haltestellen. Siegwalden-Lido und Speichen des Business Parks. Nehmen wir nochmal wieder die Ostspeiche, die Westspeiche, Siegwalden-Lido, dann fahren wir zur Schienenlegerstraße und dann zur Arbeitergasse. Moment, wenn du 7 Meilen schein. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben. Mit Rundfahrt könnte das jetzt etwas länger werden. Na, mal schauen. Bevor wir es vergessen, geh von außen nicht. Ein stinknormaler Tag in Seaside Valley. Den wollen wir mal nach zur Ostspeiche. Wunderbar. Ostspeiche, wir sind da. Also wir schalten offenbar gleich Werbung frei, weil ich es nicht gesehen habe. Eine Fahrkarte, natürlich. Bitte. Eine Fahrkarte, jawohl. Bitte. Einige sogar. Uiuiuiui. Wunderbar, wunderprächtig. Da die Zeit noch nicht begonnen hat, irgendwie mit Ablauf, gucken wir nach den Fahrkarten. Alles seine Richtigkeit muss er, was? Deutsch. Alles muss seine Richtigkeit haben. Und es geht zur Westspeiche. Natürlich, du wirst gar nicht groß ausscheiden. Okay.
Eine Fahrkarte. Bitte? Eine Wochenfahrkarte, natürlich. Bitte. Dann geht jetzt auf nach Sieben Lido. Oder Lido. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Mhm. Ganz deiner Meinung. Was? Aber es ist eigentlich schon gut, dass man halt so viel Puffer hat. Bis zur nächsten Haltestelle, weil, ne? Kann ja mal unterwegs sein, dass man irgendwie nicht reingelassen wird und so weiter. Dann braucht man nochmal die halbe Minute extra, oder die eventuell dann auch dreimal halbe Minute und dann ist man auch wieder pünktlich. Ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Ah, fuck. Ein bisschen zu eng genommen, die Kurve. Ah, das gibt Abzüge in der B-Note. Abzüge, Abzüge. Ups. Eine Fahrkarte, natürlich. Bitte. So. Na klar, hier. Auge, Blick da. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ich dachte, ich hätte ein Ohr. Tut mir leid, ich muss... Wow, seid ihr Brüder? Hier, bitte. Wie oft wollen Sie den Augenblick? Wie oft, wie oft. Doch, bitte nicht mehr haben. Immer. Oh Gott, hätte ich mal keine Rundfahrt gemacht. Vor allem wie so eine bescheuerte. Da fahren wir ja gleich von der Südspeiche wieder zurück nach Schogenwalden oder wie auch immer das heißt. Oh Gott. Okay, Joe Bradfield, vielleicht etwas längere Folge. Darüber habe ich dummerweise nicht nachgedacht. Und ja. Strafverfolg auf dem Fuß. Ne? Aha. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Situation.
Okay. Oh, wow. Ja, das gibt ordentlich Minuspunkte. Einige Fahrkarten, natürlich. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Aber dieses Warten. Noch ein Zug. Oh, sind wir in der Nähe vom Bahnhof? Oder so von da wo vom Depot? Kann das sein? Oder vom Bahnhof? Eins von beiden? Oder so? Sieht zumindest so aus. Wahrscheinlich alles drei. Hast du die letzte Folge? Nein, nichts spoilern. Das nenne ich guten Service. Oh, perfekt sogar. Hervorragend. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Bitte schön. Fuck off. Danke. Bitte. Ich brauche mehrere Fahrten. Natürlich. Oh, war ja.
Niemand hier rüber. Kannst du mir ein Foto von meiner Katze zeigen? Sonst doch wer? Ja, okay. Perfekt. Das wollte ich hören. Muss ich jemanden aufwecken? Oh Gott, was macht der da? Seid ihr bescheuert? Vielleicht bin ich es ja auch. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kommt sofort. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich. Natürlich. Danke. Bitte. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Ja, echt mal gerockt. Hm? Natürlich, Problem. Moment, so. Wo ist mein Hut hin? Jetzt fahren wir 6 Minuten dorthin und dann fahren wir 6 Minuten wieder zurück. Vielen Dank, auch wenn mein Blinker ausgegangen ist. Ich dafür keine Punkte bekommen habe. Ich bin eigentlich ausgewichen, aber offenbar wieder zu früh zurückgewichen. Läuft. Wir haben nicht ausreichend ausgewichen. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Deswegen riechst du nicht mehr so streng. Immer schon viel ausholen. Wir haben echt zu viel Zeit übrig. Viel zu viel Zeit, wohlgemerkt. Thank you.
Wer ist Hans? Südspeiche, wir sind da hinter unserem Kollegen, offenbar. Route 1, wir sind glaube ich Route 3 oder sowas. Oder Route 4 sogar. Genau pünktlich. Ja, pünktlich kann ich. Ach du heilige Scheiße, der Rückweg. Oh Mann, was habe ich doch getan? Bitte. Ja, das bringt Geld, glaube ich. Ich glaube, ich gut Geld. Und jede Menge Zeit, klar, die Sünde aufzudecken und Müll aufzusammeln. Oh nein, ich hab sie vergessen. Oh nein, wie kam? Oh Gott. Was? Ach, na klar. Hier, bitte. Leute immer so vergesslich sind. Was? Das kostet Geld? Ich dachte, es ist noch die eine, das ist noch diese Promotour. Ich dachte, das gilt noch gar nicht. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Sorry, ich habe ganz vergessen auszusteigen. Oh. Ich wäre froh, dass wir so viel Zeit haben. Gut, dass es gepasst hat. Fischgrund. Haben wir die KI bei der Einfahrt verbessert?
scheint ja so. Beziehungsweise Auffahrt. Aha. Ich liebe Schlaglöcher. Deswegen muss ich die mal mitnehmen. Ich mag es, wenn es so schaukelt. Service. Mhm. Ich auch. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich. Danke. Bitte. Immer so viel Zeit haben. Wie oft wollen Sie die denn noch? Na klar. So oft wie ich sie sehen will. Das ist mein Boss, das ist meine Firma und so weiter. Was? Hier ist die Fahrkarte. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Nein. Oh, das hat sie gemeint. Hm? Ich gehe mal davon aus, dass die Ampel mir auch gilt. Ich muss direkt hier rein. So. Hey, lange nicht gesehen. Oh, ja. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Das war als... Ich hasse es, wenn ich eine so Fahrkarte aufnehmen muss. Eine Fahrkarte, natürlich, kommt sofort. Ach du heiliger Bimbam. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. I like it. Was zu essen? Sind wir schon mal hier? In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! So heißt die also. Ich wusste es schon immer, bevor die erste Folge rausgekommen ist, wusste ich das schon.
ausgemacht? Weiß ich nicht. So pünktlich sind. Kein Problem. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Abnasig bei dem Lido. Vielen Dank fürs Vorlassen. Ich bin euch sehr verbunden. Vorfahren können. Also klar, können das nicht KI und so weiter, aber wäre schon nice, wenn die auch ein bisschen vorfahren würden und ein bisschen auf der Kreuzung so leicht drauf, zumindest so ein Stückchen. Tut mir leid, aber der Charakter Hans war da dafür ausgerechnet, dass er sowas tut. Tut mir leid, dass ihr so verliebt in Hans seid, aber sorry. Deshalb, wie es ist. Ich brauche die Rampe, bitte. Noch einen Tag, dann habe ich endlich frei. Absolut pünktlich. Danke sehr. Wiedersehen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Wochenfahrkarte, natürlich. Danke. Bitte. Ich guck einfach nochmal. Ah, hier. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Buhu. Augenblick, Sie haben meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Oh, Sie haben meine Fahrkarte schon gezeigt. Habe ich Ihnen schon? Hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrt. Ach, na klar. Sie haben meine. Hier ist die Fahrkarte. Wo hab ich denn? Ah, hier bitte. Easy going. Oh. Da war ja was.
dass wir Zeit haben. Mich interessieren würde, ob die KI, die Fahrer, die wir eingestellt haben, ob die, wenn die jetzt keine Ahnung, Strecken haben, die 9 Minuten lang sind und wir 20 Minuten brauchen für unsere Tour, ob die dann deren Tour zweimal fahren oder nur einmal. Weil theoretisch hätten sie ja die Zeit, die zweimal zu fahren. Kann man ja gleich erkennen, also ob da jetzt immer doch schon ordentliche Zeit gebraucht. Wenn es mehr als, keine Ahnung, 10.000 sind, dann bei beiden wohl bemerkt, dann passt das. Also wenn es 20.000 sind oder sowas. Überraschende Wendungen. Perfekte wie eh und je. Was sagt der Zwischenstand? Okay, 4 Sterne, passt. Oh Mist. Ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Oh nein, und du bist in einem Bus. Der Uwe ist mitten in der Stadt. Du hast vergessen einzukaufen. Oh mein Gott. Den nächsten Bus und geh einkaufen. Zum Glück ist bald Sonntag. Sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Edge. Wollte gerade sagen, ich hab's eilig, aber die Linie 2 hält ja auch wahrscheinlich eine Ausspeicher. Kann das sein? Jawohl, da bist du sowieso warm. Haustür abzuschließen. Böser Fehler. Ende Gelände. Uiuiuiui. Was ist eigentlich das Max-Level? Neues Decal und neue Farbe. Was ist das Maximale? Gibt es ein Maximum an Bushaltestellen-Level? Okay. Das ist offenbar nicht so, dass sie dann mehr einfahren. Schon mal gut zu wissen. Haben wir 263.000. Und schalten gleich den östlichen Bezirk frei.
Das ist der hier. Wunderbar. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Mhm. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ui. Was ist denn mit den 60.000? Haben wir scheinbar bekommen. Und Werbung. Richtig ein bisschen freischalten. Was haben wir denn hier? Oder müssen einfach zu und wähle ausschließlich Erdgasbusse. Fahrradstrecke mit einem Erdgasbus. Okay. Maximal 10 Haltestellen. Okay. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich außerhalb der Stadt, Gedönsbezirk und so was, weiß ich. Also wir schalten dann den südlichen Teil und Steineck frei, aber erstmal hier, wo wir zumindest schon mal... Oh ja gut, da kommen wir halt nicht. Ich glaube, die einzigen... Es gibt 3 Bahnübergänge, Gänge insgesamt. So wie ich das sehe. 1, 2 und 3. Aber nur, wie ich das von der Map sehe. Ja. Was haben wir da auch mal für Aufträge? Strecke erstellen, Fahrradstrecke, Strecke erstellen, Erdgasbusse. Ach, die Wohncenter freigeschalteten Strecken sollen noch Strecken sein, die mit Fahrrad Einkommen generieren. Das wird, glaube ich, etwas länger dauern, bis wir es hinbekommen haben. Aber ausschließlich Erdgasbusse. Das ist ein Diesel, das ist ein Diesel und das ist ein Diesel und das ist ein Erdgasbus. Dafür brauchen wir erstmal Level 9. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Der hier, das ist ein Diesel, der erste Gelenk. Das ist ein Diesel ebenfalls. Dann haben wir einen Erdgasbus in Urban. Ich glaube, irgendwann werden wir es alles auch upgraden auf Erdgas komplett. Oh, das wird so nice. Ja.